Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Olli1340. Ja. Und wir sind in Deutschland auf der Lossberg. Ja, ich bin jetzt schon 3 Tage hier und war jetzt mal gerade im Notar gewesen, habe noch Grundstücksüberschreibungen gemacht und ja, war das so alles gehört, ne? Weil, wie gesagt, ich habe ja nur noch jetzt einen knappen Tag und dann geht's wieder zurück in den Staaten auf die Ravenport, mein Gott, nee. Ja, so ist das. Ja, mit Peters habe ich auch noch mal gesprochen und ja, wir werden uns da wahrscheinlich einig werden. Also, ne, Klaus muss sich da nur von einem Schlepper trennen und wir werden die ganze andere Mimik verkaufen und dann bleiben irgendwo noch so knappe 200.000 über, die er da finanzieren muss, aber dann kriegt er zumindest seinen Drescher. Ja, jetzt wollen wir mal gucken. Ich fahre jetzt mal eben zum Peters rüber. Und klönert mit dem noch eben durch und ich fahre erstmal zum Klaus hoch und dann gucken wir da mal weiter. Mal eben Klaus nochmal klönen. Weiß es nur nicht, wo er dann wohl gerade ist. Ich meine, er wollte oben zur Scheune. Na, dann fahren wir da mal hin. Das ist eine Straße hier. Alter Schwede, da kommst du doch irgendwas mit dem Fahrrad rum hier. Verdammte Tat. Ja, so sieht das aus, ne? Er hat ja letztes Mal ja schon gesagt, also na, Klaus und Peters, die sind sich nicht grün. Absolut nicht. Und da wird auch nie was werden. Ich weiß nicht, was da vorgefallen ist. Also keine Ahnung. Aber die, wie gesagt, die mochten sich eigentlich noch nie. So, ich fahre jetzt einfach. Ich habe nicht geguckt. Na, jetzt aber. Mal aufpassen mit dem Leihwagen, nicht, dass ich da eine Beule reinfahre. Muss ich dann mal bezahlen nachher. Ich fahre einfach jetzt hier zwischen die Felder durch, wa? So, einmal eben schnell hier durch. Durch das Gebüsch. Oh, was hat er denn hier? Hat er hier vergessen abzuräumen? Alter Schwede. Oh, da müssen wir gleich sofort dran. Das geht ja gar nicht. Ja, dann machen wir mit Peters eben schnell fertig und dann, ja. Und dann räumen wir noch eben den Ding jetzt ab und, boah, da hat er vergessen. Das ist denn so, das hat er vergessen. Naja. So, dann fahre ich eben schnell hier durch. Müssen heute noch unbedingt die Ballen reinholen, die liegen auch schon 2 Tage draußen. Naja.
So, Klaus, ich habe mit dem Peters gesprochen, ne? Also, der hat einen Drescher da, das ist auch kein Problem. Ich habe da so ein bisschen was gekummelt mit dem und die ganze Sache bezieht sich dann so um die 200.000 Euro, die du berappeln musst. Und das ist der große Drescher, das ist der 795 oder so. Das ist ein Maisgebissbeil, das ist ein 10,50 Meter Schneidwerksbeil, Schneidwerkswagen. Und das Einzige, was ist, wir verkaufen den Drescher, den alten. Dann gehen wir hin und Schneidwerkswagen weg, Maisgebiss weg und den ganzen Zubehörkram. Ich habe da auch schon jemanden, der den haben möchte. Das Einzige, was wir machen müssen, ist, du musst dich von deinem New Holland trennen. Ne? Das ist einfach so, weil sonst kommen wir absolut nicht klar. Ne? Das wird nicht funktionieren. Du nicht mit einverstanden mit dem New Holland, wa? Ja, sollen wir das denn so machen? Ja, nützt ja alles nichts, Junge. Weil Mieten kostet auch wieder Geld. Da musst du noch ein mieten und noch ein mieten. Du hast das große Feld oben, das 16er noch, was da noch abgedroschen werden muss. Das ist ja auch Geld, was reinkommt, ne? Immer du hast die 15 vergessen abzuräumen, ne? Da liegt immer noch das Gras rum, ne? Aber das weißt du, ja gut. Dann machen wir das nachher, ne? Und die Ballen müssen noch rein, ne? Pass auf, ich mache jetzt so, ich fahre nach Peters und mache das klar, wa? Okay, Klaus. Jo, das sagt dann nichts mehr, ne? Da ist er einfach erstmal, ne? Baff. Jo, so ist das, ne? Anders kann ich ihm nicht helfen. So, dann huschen wir mal eben schnell über das Feld, ne? Fahren wir eben auf den Hof und gucken, ob Barbara da ist. Ja, dann muss er den abgeben, das ist dann so. Oh, Barbara ist bei der Hühner. So, mal eben rüber. Jetzt habe ich ein Ei. Ja, Barbara, ist dann so. Ihr habt dann einen Drescher, ne? Ja, ihr müsst den nur in New Holland abgeben und alles andere verkaufen wir halt eben. Dann bleiben dann aber nur 200.000 über, ne? Ja, kriege ich schon hin. Macht ihr mal keinen Kopf, ne? Ihr habt mir damals geholfen und alles so schnell hier übernommen und jetzt war alles Tofte und dann kümmere ich mich jetzt darum. Ist das okay? Alles klar. So, bis gleich, ne? Ups. Ich komme hier nicht raus wie ein alter Mann, dick, fett, vollgefressen. Oha, wird denn hier wieder ein Schild umgemetert? Ich nicht. So, wollen wir mal gucken, ob der denn nur da ist. Aber ich meine wohl. Na, da ist er ja. Jo, Heiner, machen wir das. Pass auf, machen wir so, ne? Der Klaus ist damit einverstanden. Ich meine, bleibt mir ja eh nichts anderes über. Ne? Der kommt weg mit dem ganzen Gezumpel, alles, bereite alles soweit vor. Wir nehmen den 795, meine ich wohl. 10,50 Meter. Schneidwerk, Maisgebiss und Schneidwerkswagen. Ja? So. Wollen wir eben schnell schnell den verkaufen, den Kollegen.
damit auch Gelder reinkommen. So, den. Der geht weg. Weg ist er. Okay. Das Schneidwerk geht weg. Okay. Das Schneidwerk geht weg. Okay. Gut, den New Holland bringen wir dir gleich rüber. Den hast du ja gesagt, den nimmst du. Und da wolltest du 210.000 wolltest du dafür raustun, ne? Habe ich doch da irgendwie so im Kopf, ne? Ja. Gut, den bringe ich dir gleich noch rüber. Oder morgen. Und du bereitest alles vor soweit, ne? Ich muss nach oben, der Klaus hat da eine Wiese vergessen. Wir müssen noch Ballen fahren und der ganze Gedöne, alles. Da kümmern wir uns am Morgen drum. So, dann sind wir eigentlich soweit klar, ne? Jo, dann würde ich sagen, Heiner, schönen Dank, ne? Dass du mir so zuvor gekommen bist. Und ich mache das auch wieder gut, ne? Dann mach dir mal keine Gedanken. Sag mal, hast du jetzt irgendwas rausgefunden, für die Fahrzeuge nach Start zu bringen? Was soll das kosten? 15.000 Euro? Boah, alter Schwede. Heiner, ich mach mich erstmal vom Acker. Ich muss mir das mal überlegen. Ich melde mich da drauf. Jo, tschö. 15.000 Ocken. Boah, das lohnt ja gar nicht. Boah, das muss ich mir durch den Kopf gehen lassen. Ich meine, das sind ja heißgeliebte Fahrzeuge von mir, aber... Oh, das ist teuer. So dicke habe ich ja auch nicht mehr, ne? Weiß ja jetzt nicht, was damit die Pferde ist und den ganzen Gedöne alles. Naja, ich muss erstmal eine Nacht drüber schlafen. €15.000. Puh. Mann, oh Mann, oh Mann. Ja. Holz. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir mal eben schön den Ladewagen holen. Ich weiß gar nicht, wo der denn stehen überhaupt. Oh. Oh. Da steht er. So, dann fahr ich um die Wiese ein. Oh, voll daneben, ne? Mein Gott, ja, das ist der, der schlecht bremst, ne? War irgendwas mit dem. Ja, ja. So, koppeln, Zapfwelle. Auf geht's. Oh, das Stroh reingeholt. Barbara! Ja, das Mädel kann auch alles, ne? Ja, läuft. So. Ja, mal gucken, da werden wir beim Ballen hat da oben noch genug. Ja, verkaufen. Das ist einfach so. Das werden wir verkaufen.
Ja, das hat er wohl vergessen, ne? Ja, so ist er manchmal im Leben. Tja, eine Woche länger oder so, dann hätte es halt nicht mehr wiedergefunden. Ne? Kannst du warten bis zum nächsten Schnitt. Na, da kommt einiges runter. Ja, da haben wir jetzt den Klaus ein bisschen Stress gemacht, ne? Er wird wahrscheinlich froh sein, wenn ich wieder weg bin. Ja, der 600er, der steht beim Heiner, der ist verkauft, sonst hätten wir den genommen. Er sagte wohl, den könnten wir nicht mehr haben, weil das ist weg, das Ding. Oder 10 Jahre Ruhe mindestens. Dann brauchen wir da nicht mehr dran. Regelmäßig die Wartung machen lässt und alles, dann ist das gut. Ein schickes Ding. Ich wollte den großen ja bei mir auch nicht haben eigentlich. Aber naja. Aber gut, bei mir sind jetzt ganz andere Felder. Ne? Das ist alles ein bisschen größer und. Ja, so ist das. So, du bist auch voll, ne? Die Schafe, die haben Spaß. Ups, ich habe auch Spaß. Das weiß ich gar nicht. Kann ich das hier verkaufen, das Gras? Oh.
Er lässt sich schlecht bremsen, der Kollege. Alter Schwede. Boah, das weiß ich jetzt nicht, ob ich das da verkaufen kann. Ich meine ja. Da kannst du nur Körner reinschütten, ne? Glaube ich. Abgeben. Doch, kann ich wohl. Zeig da an. Ein Stück Fu, ey. So. Und tschüss. Ach. Was jetzt? Ein Stück zu weit vorgefahren. Ja, da waren es 3.188, das sind 3.000 und die 500 vorher waren, sind 3.600, 3.700 Euro. Das lohnt. Das lohnt wirklich. Wenn wir das Feld da oben abfahren, wenn das verkaufen, das Zeug, und dann mit dem Stroh, das werde ich ihm auch nochmal sagen, das soll er dann auch verscherbeln. Weil oben ist für die Kühe noch genug. Erstmal. Und er hat noch das 16er Feld. Ich weiß aber nicht, was da jetzt drauf ist. Aber zur Not kriegt er auch noch Stroh raus. Nicht wahr? Ja, ist klar, dass du jetzt hier rumkommst, du Vogel. Knapp, Leute. Mit ihm fast den Schlepper zersägt. Ja, einmal mit dem Striegel drüber, dann sieht es schon wieder gut aus. Ja, und das sind so Sachen, ne? Die beiden Hitzköpfe. Aber statt sie mal hingehen und sich mal am Tisch setzen und mal glühen, und das ist ja kein Verhältnis, oder? Das ist doch kacke. Also er ist ja auf Peters angewiesen, das ist ja mal so, ne?
muss seine Maschinen da warten, er muss, wenn er was kaputt hat oder so, dann muss er, ne? Ich meine, der kann ja viel selber, der Klaus, aber... Mann, da muss man sich mal hinsetzen, ne? Und mal klönen und, ne? Futter bei den Fischen, wenn einer ein falsches Wort gesagt hat, muss man sich halt eben entschuldigen, das ist doch gut. Ich will auch jetzt nicht nachforschen, was da im Einzelnen los ist oder so, das geht mir ja nichts an. Was ist denn los? Haben die Karren alle einen falschen Diesel getankt oder die ziehen ja gar nicht richtig, ey? Wo stimmt Cognac drin? Ja. So, der ist auch wieder voll jetzt. Dann bringen wir den noch weg. Und dann machen wir heute nichts mehr mit dem Peters. Dann machen wir alles morgen. Ja, schon wieder voll der Vogel. Beim nächsten Schnitt, weil die ist ja schon wieder so weit, die Wiese, kann er nämlich hingehen und kann nämlich dann Ballen pressen. Dann hat er für die Viehzeug oben. Und die haben jetzt erstmal. Das reicht. Fahr doch, Mensch! Also wie schwierig das ist hier. So, die nächste Ladung, Leute. Mach den Geldbeutel auf. Jetzt habe ich Ablade. Oh, da läuft das Geld. Kohle. Ne, 3141, jawohl.
mal wieder was Verbotenes. Ja, keiner gesehen, ne? Boah. Ja, so bin ich. Ein freundlicher Mensch, ne? So, jetzt müssen wir uns aber spurten, das wird gleich duster. Ja, schon mal Lichter machen. Jetzt hier. Wenn ich jetzt baue, hat da kein Collision hier, oder was? Tatsächlich. Läuft. Voll angeeckt hier. Noch so ein Ding. Bist du denn da in die Ecke gekommen? Oh, da komme ich so nicht hin, ne? Ne, dann mach ich auch nicht. So. Dann nehmen wir den restlichen Kram jetzt hier auch noch auf und verschärfen das auch noch. Jo, dann habe ich am morgigen Tag noch und dann, ja. So, morgen früh geht's dann schon wieder nach Hause. So läuft das. Da bin ich mal gespannt, was Dave gemacht hat mit die Pferde da und alles. Ich habe da noch keine Informationen bekommen. Ich weiß nur, die haben da wohl ein Grundstück, was sie sich angucken wollten. Aber der tat mir so heimlich irgendwie, ganz komisch. Hätte auch keine Zeit, großartig, dann müsste noch was besorgen, große Sachen und... Bräuchte mein Radlader und... Naja, gut, okay, das ist dann so, ne? Hat ja mein volles Vertrauen, weil der Junge, der kann wirklich was und ist auch ein sehr guter Kumpel. Und da wird er schon irgendwas Passendes finden. Ne? Ich hoffe nur, dass er ziemlich hofnah ist, ne? Dass wir da nicht großartig noch durch die Gegend fahren müssen, um die Pferde zu versorgen. Aber er sagte, er hätte wohl seinen Neffe oder so, würde dann den Stall machen und naja, wollen wir mal gucken, ne? Wie das so geht. Und ich hoffe nicht, dass der alle 20 Pferde genommen hat, ne? Ich weiß nicht, wohin damit. Ich kann mich nicht um 20 Pferde kümmern, das ist ein Ding, was nicht funktioniert. Wie in das Feld fahren. Das gibt Ärger. Ich meine, ich krieg den Ärger nicht, aber der Klaus. So, das war wohl der letzte Streifen jetzt hier. Das ist alles soweit sauber. Kann er dann ja, morgen oder übermorgen mal einmal mit dem Striegel drüber und dann sieht die wieder top aus, die Wiese. Vielleicht noch mal Dünger drüber oder so und dann ist das gut. Jo, dann ist der Tag schon wieder rum, ne? Mann, Mann. Zeit, die rennt.
Telefon. Wo ist denn das Ding jetzt wieder, ey? Oh, zwischen den Sitz gerutscht, ey. Mutti ist das. Moin, ne? Wie geht das? Alles gut bei dir? Joa. Ich habe alles geregelt, ne? Also Grundstücksgeschichten sind alle überschrieben, ist alles soweit fertig, am Notar war ich. Das ist alles in Ordnung. An der Bank war ich auch, das habe ich auch geklärt. Restlichen Gelder sind überwiesen. Ja. Ja, morgen fahre ich nach Peters, weil ich habe dafür für Klaus einen Drescher besorgt. Ja. Ja, ich finanziere den aber dann, ne? Wie? Nein, ist nicht so viel. Nein, er gibt noch einen Schlepper ab und der alte ist verkauft, der ist auch schon weg. Und ja, irgendwo um die 100, 180.000 oder so. Kriegen wir hin, nicht das Problem. Ja. Komm, der hat uns auch geholfen. Kein Problem. Übermorgen 14 Uhr muss ich am Flughafen sein. Ja. Ja gut. Wir telefonieren morgen nochmal zusammen, ne? Alles klar. Bis morgen. Ciao, ciao. Jo, so ist das, ne? Alles in Ordnung, alles top, alles prima. So. Hey, Brems. Ihm ist ganz schön zickig hier, der Kollege. So, dann haben wir den auch weg. Hat auch noch Stroh rumliegen. Das war doch irgendwie, denn ich was gesagt, hier will noch Stroh rumliegen. Abkippen. Wie viel sind's? Ja, nochmal 1400, 1500 Euro. Ja. So. Ist dann mit der Wiese auch erledigt. Dann braucht er sich da auch nicht mehr drum kümmern. So, jetzt rutsche ich eben schnell hier rüber. Oh, ne, da ist gebrubbert und gesät. Also da fahre ich nicht drüber. Ne, da mache ich nicht. Rumgefahren, das Ding. Nur läuft, ne? Ich kann das. Strohlager. Hier müsste auch noch Stroh drin sein. Ich meine, ich hätte da was gesehen. Lassen wir mal gucken eben. Mein, hier wäre auch noch Stroh drin. Boah, guck mal. Hey, alles gut. Der hat doch das, was er braucht. Ja, wir mal gucken, dass wir dann morgen oder so den Scheiß hier auch noch wegfahren.
So. So, dann bringen wir den jetzt auf den Hof. Stellen wir vorne am Waschplatz ab. Und dann ist Feierabend für heute. Ja, ist schon wieder 8:30, mein Gott, ne? Zeit hier rennt. So. Oh, die warten schon noch nicht, oder was? Ja, läuft immer. Ja, ja. So, der Vogel lasse ich jetzt so stehen hier. Ich habe keine Lust mehr. Na komm, hast genug gewackelt, Kollege. Ausgewackelt hier. So. Ja, war ziemlich nah dahingestellt, ne? Oh, da krieg ich wieder morgen Mecker, ey. So. Hat ja keiner mehr, oder kann ich jetzt zumachen hier, wa? Was war wieder mit dem Tor hier? Oh, hier geht er noch. Jetzt. Okay. So. Hi Barbara. Hi Klaus. Ja Leute, war ja mal wieder ein schöner Tag heute, ne? Viel gemacht, viel geschafft. Immer die Wiese habe ich da oben, den ganzen Scheiß habe ich verkauft, ne? Weil Geld ist jetzt wichtiger wie, ne? Weil Futter hast du genug für die Viecher, das ist nicht das Problem. Jo, Kinos, dann würde ich sagen, ne? Dann essen wir noch ein bisschen was zusammen und dann gehe ich rum im Bett, weil ich bin müde. Morgen früh wieder früh raus und ein bisschen was tun, ne? Jo. Warum der immer was greifen will hier? Keine Ahnung, ey. Jo, so ihr Lieben, das war's für heute. Jo, dann habe ich jetzt noch einen guten Tag und dann geht's wieder ab Richtung Heimat. Und jo, alles soweit erledigt hier und dann holen wir morgen noch den Drescher ab. Und dann werden wir eine Feld abernten und ja, damit ist dann das Thema Lostberg Deutschland erstmal erledigt. Und dann geht's bei mir auf den Hof weiter. Auf der Ravenport. In diesem Sinne, ich bin da raus. Euer Olli 1340. Ciao, ciao.